Neben der Projektaufbauorganisation kommt auch der Projektablauforganisation eine große Bedeutung bei. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Phasenorganisation, da Projekte in der Regel in ca. 4 bis 6 Hauptabschnitte unterteilt werden. Diese Phasen sind durch jeweils ganz charakteristische Inhalte, Tätigkeiten und Aufgaben sowie fest definierte Endergebnisse, nämlich die sogenannten Meilensteine, gekennzeichnet. Das Phasenmodell auf dieser Seite untergliedert das Vorhaben in insgesamt 5 Abschnitte, wobei die Definitionsphase dazu dient, das Projekt überhaupt erst aufsetzen zu können, indem als wesentliche Vorbedingungen die Inhalte und Ziele des Projekts geklärt sowie der Termin- und Kostenrahmen abgesteckt werden. Das Ergebnis dieser Aktivitäten stellt der Projektauftrag dar. Denkbar ist jedoch auch, dass Arbeiten wie die finale Definition der Anforderungen und Ziele bereits Teil der Planungsphase sind. Die Planungsphase selbst kann je nach Komplexität des Projekts in weitere Phasen untergliedert werden, beispielsweise in Grob- und Feinplanung oder in Konzept- und Designphase. Bei einer solchen Vorgehensweise werden sowohl der Projektgegenstand, also im Prinzip das Sachziel oder Produkt, als auch der Projektablauf selbst in einem ersten Schritt eher grob und in einem zweiten Schritt dann detailliert geplant. Nach der Planung erfolgt die Umsetzung der Planvorgaben in der Realisierungsphase. Auch dieser Hauptabschnitt kann je nach Umfang des Projekts weiter unterteilt werden, indem beispielsweise in einem ersten Teilabschnitt zunächst einzelne Bestandteile des Projektergebnisses bzw. Komponenten erstellt werden, die anschließend, eventuell wieder Schritt für Schritt, zum Gesamtergebnis zusammengefügt werden. Begleitet werden diese Abschnitte in der Regel durch geeignete Prüf- oder Testaktivitäten, wie zum Beispiel Komponenten-, Integrations- und Systemtest. In der Abschlussphase wird das Projektergebnis schließlich vom Auftraggeber abgenommen, indem geprüft wird, ob es alle zu Beginn definierten Anforderungen erfüllt. Bei erfolgreicher Abnahme ist das Projekt offiziell beendet. Dennoch kann es zu Folgeaktivitäten wie Erweiterungen, Nacharbeiten, Anpassungen oder Vorarbeiten für Folgeaufträge kommen, weshalb man in diesem Zusammenhang von Postprojektphase spricht. Parallel zu all diesen Phasen finden die Aktivitäten des Projektmanagements statt, insbesondere eine fortlaufende und im Zeitverlauf immer konkreter werdende Planung sowie eine permanente Überwachung des Projektfortschritts und eine entsprechende Projektsteuerung. Die Projektplanung ist die zentrale Aufgabe des Projektmanagements in den frühen Phasen des Projekts. Zwar werden auch in späteren Phasen Planungsaktivitäten durchgeführt, etwa wenn das Vorgehen in diesen Phasen im Detail festgelegt wird oder wenn bestehende Pläne aus welchen Gründen auch immer aktualisiert werden müssen. Am wichtigsten ist die Planung jedoch zu Beginn des Projekts, weil hier unter Berücksichtigung aller Randbedingungen und Ziele alle relevanten Aspekte, die den Projektablauf bestimmen, wie zum Beispiel Aufwand, Termine oder der Bedarf an Personal und Finanzmitteln, systematisch ermittelt werden. Die Projektplanung beinhaltet somit neben der Strukturplanung die Termin-, Kosten- und Kapazitätsplanung als wichtigste Schritte. Der Planungsablauf eines Projektes gestaltet sich derart, dass zunächst der Projektstrukturplan erstellt wird, aus dem sich Ablauf und Aufwandsplan ableiten. Die Aufgabe der Strukturplanung besteht in der Zerlegung der Projektabwicklung in überschaubare, planbare und steuerbare Einzelkomponenten und Arbeitspakete, wobei zunächst die Bestandteile des Projektendergebnisses in der Produktstruktur und die Bestandteile aller wesentlichen Zwischenergebnisse oder Meilensteine in der Objektstruktur hierarchisch gegliedert dargestellt werden. Wichtigstes Ziel der Strukturplanung ist jedoch die Ermittlung der Arbeitspakete, die zur Erreichung von Zwischen- und Endergebnissen erforderlich sind. Arbeitspakete bilden, ebenfalls hierarchisch gegliedert, die Projektstruktur und sind die Basis für die weiteren Planungsschritte, denn auf sie beziehen sich alle anderen Planungsaspekte wie Termine, Kosten und Kapazitäten. Die Terminplanung beinhaltet das Einplanen der Arbeitspakete in zeitliche Abläufe, wobei die logischen Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen berücksichtigt werden müssen, sowie die Bestimmung der Beginn- und Endtermine der Aufgaben und die Festlegung von Meilensteinen.
Anschließend werden unter Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen Aufwänden und Zeitbedarf ein Termin bzw. Netzplan erstellt, die Ressourcen für das Projekt eingeplant und die Kosten auf Basis des Ressourceneinsatzes ermittelt. Es empfiehlt sich daneben dringend, potenzielle Risiken, vor allem im Hinblick auf mögliche Terminabweichungen und Kostenüberschreitungen, zu ermitteln und zusammen mit geeigneten Präventivmaßnahmen im Risikoplan festzuschreiben.